Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Magnus vom Kanal Zweitaktpakt und ich drehe heute meinen neuen Motovlog. Heute soll es mal um das Thema generelle Neuigkeiten, also Neuigkeiten 2023 gehen. Und zwar ist ja jetzt die Saison endlich so weit, dass man vernünftig fahren kann. Es war ja teilweise wirklich extrem heiß, also erst hat der Sommer sehr lange auf sich warten lassen. Und ja, dann ging es halt los, dass mal so ein paar vereinzelte schöne Tage waren, da konnte man ein bisschen fahren. Und ja, dann wurde es halt bullenheiß. Und bei 30 Grad im Schatten irgendwie in der Schutzkleidung auf der Kiste zu sitzen, also muss ja jeder selber wissen, es gibt dann Leute, die fahren auch mit der kurzen Hose. Bin ich jetzt nicht so begeistert von, ich fahre immer in Schutzklamotten. Habe ja auch mal einen Unfall gehabt. Und ja, eigentlich sollte auch der Motovlog, der jetzt gerade läuft, sollte auch das Thema Unfall behandeln, hatte ich ja angekündigt, aber ja, aus verschiedenen Gründen der chronologischen Übersicht und der Reihenfolge, wie ich meine Sachen auf meinem Kanal veröffentliche, also die Leute, die sich meine Videos gerne anschauen, für die habe ich halt eine bestimmte chronologische Reihenfolge mir erdacht, die für alle besser nachvollziehbar und verständlicher ist. Deswegen geht jetzt dieser Motovlog nicht um das Thema Unfall, das verschiebe ich auf ein wenig später, wenn ich einen nächsten Unfall gemacht habe. Nein, Spaß beiseite. Ja, heute geht es halt zum Thema Neuigkeiten 2023. Und ja, kann so ein bisschen chaotisch sein, was ich jetzt alles so durcheinander werfe. Und ich fahre ja auch eine ziemlich abgefahrene Strecke hier, die fahre ich sehr, sehr gerne. Die ist nicht ganz ohne für Fahranfänger auf der Simson. Hier gibt es, wie gesagt, viele Kurven und manchmal muss man hier echt im ersten Gang hocheiern. Jetzt zum Beispiel hier, in welchem Gang bin ich jetzt? Zweiter Gang, jetzt schalte ich runter in den ersten. Ich fahre jetzt hier wirklich mit dem ersten Gang hoch, weil man hier nicht anders hochkommt. Zack, in den zweiten. Ja, jetzt kann man im zweiten fahren. Also die Strecke, die ich hier fahre, die fahre ich jetzt schon relativ oft in letzter Zeit. Und das ist immer wieder eine kleine Probe. Ja, man wird nicht schlechter, wenn man länger nicht fährt, aber es trainiert jedes Mal, wenn ich hier diese Strecke fahre. Das ist ja für die, die aus der Nähe kommen und sich das anschauen. Ich komme hier aus Hofgeismar, fahre über Sielen und dann fahre ich Richtung Mahnrode. Die Strecke kann man in beide Richtungen fahren. Jetzt die Richtung, in der ich die Strecke jetzt fahre, bin ich die Strecke ganz am Anfang gefahren. Also das war quasi die Richtung der Strecke, wo ich die Strecke kennengelernt habe. Da bin ich immer so lang gefahren wie jetzt. Bin die Strecke aber eine Zeit später dann auch mal in die andere Richtung gefahren. Und da ist die Strecke noch heftiger. Also man hat da wirklich teilweise Kurven und muss seine Geschwindigkeit im Blick behalten. Jetzt habe ich gerade ein Auto hinter mir. Mal gucken, ob der mich überholt. Na, er bleibt hinter mir, ist vernünftig. Ja, wie gesagt, diese Strecke hier, die fahre ich sehr, sehr oft hin und her. Einfach, wenn ich mal etwas länger nicht gefahren bin, wenn ich die Strecke einmal abgefahren bin, dann bin ich wieder fit auf dem Moped. Kann mich dann auch aufs Motovloggen konzentrieren. Und beim Motovloggen bin ich ja jetzt auch schon lange nicht mehr dabei gewesen. Mein letzter Motovlog, der ist 2022, ich weiß es nicht, wann habe ich ihn aufgenommen? Juni oder Juli oder August, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich lange nichts mehr aufgenommen und für euch online gestellt, also an Motovlogs, ja, jetzt überholt er mich, alles gut. Und es ist ja, also heute wird es wirklich ein Chaos-Motovlog, ich schmeiße verschiedene Sachen durcheinander auch. Ist auch kein Ding, weil ich habe halt lang nichts mehr aufgenommen. Ich muss da erst wieder ein bisschen reinkommen und besonders auf dieser herausfordernden Strecke, die ich jetzt auch fahre, ist es nochmal eine Hausnummer schwieriger. Aber ja, man kann sagen, der Motovlog heute, da kommen halt die Neuigkeiten 2023 und es wird ein kleiner Chaos-Motovlog. Kommt ein bisschen was durcheinander, nimmt es mir nicht übel, ist mir auch wurscht. Und ja, jetzt bin ich hier gerade an einem Teil der Strecke, wo es hier ganz gut bergab geht. Muss man gucken, ist einer hinter mir. Muss man hier so ein bisschen bremsen. Jetzt kommt Gegenverkehr gleich. Ist auch sehr hobbelig. Jetzt, so, ich
ich bremse dann immer, wenn ich auf der Geraden bin, vorne und hinten gleichzeitig ein bisschen. Und so wie ich in die Kurve reingehe, löse ich die Bremsen wieder. So, hier muss man auch mal wieder ein bisschen vom Gas gehen. Ja, ich erzähle so ein bisschen, wie ich hier fahre, weil es nicht ganz ohne ist. Jetzt wird es ein bisschen dunkel hier. So, hier muss man echt auf die Bremse vorne und hinten steigen. Jetzt nochmal Kupplung ziehen, rollen lassen, rum, Gas kommen lassen, Kupplung kommen lassen. Also die Strecke, die ist echt nicht ohne. Hier bobbelt es auch wie Sau. Und ich lasse mich auch nicht von Autofahrern, die jetzt zum Beispiel hinter mir sind, ne? Wenn die jetzt so ein bisschen drücken oder so, da lasse ich mich auch nicht aus der Ruhe bringen. Ich bremse jetzt ja, weil es hier sehr, sehr hobbelig wird. So, jetzt geht es hier runter. Und jetzt bremse ich auch kräftig. Ich fahre hier wirklich sehr, sehr langsam durch. Jetzt fahre ich hier gerade 40. Ist fast noch ein bisschen schnell, weil hier sind Bodenwellen drin. Richtig heftige Bodenwellen. Ist nicht gut fürs Fahrwerk. Schön gemütlich durch. Jo, jetzt ging es richtig hoch und runter. Die Stellen meine ich, die mag ich gar nicht. Ne? Die sind nicht schön fürs Fahrwerk. Sind auch nicht schön für den Motovlog, weil die Stimme dann auch hoch und runter geht. Ja, wie die Bodenwelle halt. Und jetzt bin ich hier gerade auf einer Straße, wo alles schön übersichtlich ist. 50 darf man ja fahren. Kann man hier auch mal machen. So, blinken links. Bisschen vom Gas, Gang runter. Locker rein, einkuppeln, Gas geben. Blinker wieder aus. Jetzt kaum ein bisschen flotter fahren. Mal sehen, ob der Autofahrer hinter mir mich überholt. Aber schneller als 50 mache ich hier auch nicht. Ja, was sagt er an? 48 hier, grüner Smiley. Ich fahre wahrscheinlich in einer super Geschwindigkeit. Ich bin da immer wieder erstaunt. Also eben diese LED-Anzeige, die meine Geschwindigkeit angezeigt hat mit dem grünen Smiley, hat 48 km/h angezeigt. Und auf meinem Tacho war der Strich wirklich etwas unter 50. Also der Nabentacho-Antrieb, den ich verbaut habe, der geht sehr genau. Da bin ich immer wieder sehr glücklich drüber. Kann ich auch empfehlen. Also wenn er am Motorritzel irgendwie das Tachosignal abnimmt, jetzt über den Motor läuft das nicht so schön. Da habt ihr dann nicht so die genaue Anzeige, wie viel km/h ihr fahrt. Und auch nicht so genau die Kilometerzählfunktion. Viele denken immer, man hat, wenn man den Tacho bei der Simson über den Motor angeschlossen hat, also über das kleine Ritzel rechts am Motorgehäuse, viele denken dann, ja, dann zeigt er halt nicht so ganz genau an, wie schnell ich fahre, und dann ist ja nicht so schlimm. Aber man muss da auch mitbedenken, dass auch die Anzeige, wie viel Kilometer ihr fahrt, die ist auch automatisch dann sehr, sehr schlecht. Und deswegen, also Nabentachoantrieb vorne, kann ich eigentlich an jedem Moped generell empfehlen. Gibt es jetzt auch schon seit langem auch mit einem Deckel aus Aluminium in Schwarz. Ich habe mir einen Aluminiumdeckel geholt und habe mir den selber lackiert, weil es zu dem Zeitpunkt noch keinen schwarzen gab. Aber jetzt gibt es ja mittlerweile alles, was den Nabentacho angeht, zum fairen Preis als Komplettset. Und ja, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dass euer Tacho so zittert oder dass die Abnahme, die Geschwindigkeit nicht richtig angezeigt wird und auch eure insgesamt Kilometer, die ihr gefahren seid, wesentlich dann abweichen natürlich, könnt ihr ruhig mal den Nabentacho euch montieren. Vielleicht habt ihr da Spaß dran. Also ich kann es empfehlen. So, Chaos Motovlog. Ja, ich habe noch ein kleines Video, was ich hochlade auf meinem Kanal. Da schneide ich gerade dran. Und zwar mein preiswertes Motovlog-Setup. Ich habe ja lange eine GoPro Hero 3 Plus Black Edition benutzt. Und ich habe heute das allererste Mal meine GoPro 7 Black Edition am Helm. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte zu. Und zwar habe ich mir die GoPro Hero 3 Plus Black Edition, die habe ich mir ja gekauft. 2020 oder so war das, glaube ich. Da habe ich mir die GoPro Hero 3 Plus Black Edition, oh, was für ein Begriff, immer das alles so auszusprechen,
Habe ich mir gekauft, habe da mit Motovloggen angefangen, habe meine ersten Motovlogs aufgenommen. Jetzt muss ich hier mal gerade gucken. Da kommt keiner, los geht's. Ich habe mir die GoPro Hero 3 Plus Black Edition gekauft, habe meine Motovlogs damit angefangen aufzunehmen, bin da auch sehr, sehr zufrieden mit der Kamera immer gewesen, musste natürlich die Kamera immer per Hand steuern und habe dann halt mit der Kamera dann erstmal getestet, ob ich überhaupt Spaß habe am Motovloggen, ob ich dabei bleibe und weitermache, und habe halt festgestellt, Motovloggen ist eine schöne Sache. Ich bin da sehr begeistert von, ich mache das weiter und habe mir dann halt die GoPro Hero 7 Plus Black Edition gekauft und hatte dann aber das Problem, das externe Mikrofon, was ich ja in meinem Helm drin habe, das habe ich angeschlossen an die Kamera mit dem GoPro Mikrofonadapter. Das ist so ein leidiges Thema. Viele haben sich an den Helm halt dann ab einer gewissen ab einer gewissen GoPro, ich weiß nicht, mit welcher es anfing, ob es mit der 5 oder mit der 6 anfing, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte man das Mikrofon nicht mehr ganz normal an die Kamera anschließen, sondern musste sich halt dafür immer den komischen GoPro-Mikrofon-Adapter kaufen. Man kommt da auch nicht drum rum. Man kann da nichts Passives adaptertechnisch anschließen, weil die Software in gewissen GoPros ist halt darauf ausgelegt, die erkennt dann den GoPro-Mikrofon-Adapter, in den man dann, also der ist mit einem kleinen USB-Stecker angeschlossen an die Kamera, und die erkennt dann, also die Kamera erkennt dann, dass der Adapter angeschlossen ist, und gibt dann an den Adapter den kleinen Stereo-Mini-Klinkeneingang, wo das externe Mikrofon angesteckt ist, frei, und dann läuft das Ganze. Und da muss man auch darauf achten, dass man in den Mikrofonadapter der GoPro nur einen Klinkenstecker einsteckt, der drei Kontakte hat: TRS, Tip, Ring, Sleeve. Und wenn man ein TRS mit Tip, Ring, Ring, Sleeve, könnt ihr im Internet euch mal belesen, was das bedeutet. Wenn man da den falschen Stecker reinmacht mit vier Kontakten, dann funktioniert das nicht, dann kommt kein Tonsignal. So, ich also meine ganz normale Speedlink, mein Helmmikrofon, mein Speedlink, was ich vorher auch bei der GoPro 3 Plus Black Edition dran hatte, ganz normal eingesteckt, habe auch vorher geguckt, das hat drei Kontakte, also Tip, Ring, Sleeve, müsste also laufen. So, Kamera angemacht, reingesprochen, Rauschen, nix. Also habe ich die Kamera beiseite gelegt, habe mich geärgert, ja, habe mir eine GoPro 7 gekauft, Black Edition, nicht günstig das Teil. Ich habe sie gebraucht gekauft, habe sie da günstiger bekommen als Neuware. Klar, aber ich habe mir dann, wie gesagt, diesen scheiß Mikrofonadapter von GoPro für 50 Euro habe ich da bezahlt. Hatte ich mir den irgendwie vor 2 Jahren oder so, es ist eine Weile her, hatte ich mir den gekauft, den Adapter, den Mikrofonadapter, und der hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe da ziemlich viel rumprobiert und habe dann irgendwann die Kamera, die 7er, einfach an die Seite gelegt und habe mich da erstmal distanziert von zu dem Thema. Habe meine andere Helmkamera ja am Helm gehabt und ja, habe dann gedacht, okay, irgendwann, wenn ich wieder Motovlogs aufnehme, muss ich mich nochmal drum kümmern. Und ich habe halt jetzt schon lange keinen mehr aufgenommen. Und vor einer Weile ist mir dann eingefallen, als ich mich im Internet nochmal schlau gelesen habe zu dem Thema, dass es auch schon einige Kunden gab, die haben sich diesen GoPro Mikrofonadapter gekauft, und der war neu aus der Verpackung, out of the box, schon defekt. Also alles richtig kameraheile, externes Mikrofon in Ordnung, drei Kontaktflächen und alles richtig gemacht, aber das Mikrofon kann einfach nicht, wird nicht aktiv, und da habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich ja auch so einen Mikrofonadapter erwischt, so ein Montagsmodell, was einfach von Grund auf nicht funktioniert und schon einen Defekt ab Berg hat, und dann habe ich halt
Also damals, vor zwei Jahren, wo ich mir den, also ungefähr vor zwei Jahren, wo ich den Adapter dann nochmal verkauft habe. Nein, ich habe den Adapter nicht verkauft. Ich habe mir den GoPro-Mikrofon-Adapter, den ich mir gekauft habe, den habe ich zurückgeschickt. Als Artikel defekt, habe auch mein Geld wiederbekommen und hatte dann halt überlegt, kaufe ich mir so einen scheiß Mikrofonadapter nochmal, nachher geht es dann wieder nicht, dann muss ich den wieder zurücksenden. Habe mir dann aber, nachdem ich im Internet dann gelesen habe, dass der wirklich mal kaputt sein kann, so wie er ja, aus der Verpackung kommt, und dann habe ich der Sache nochmal eine Chance gegeben, habe mir nochmal einen bestellt. Das ist noch gar nicht lange her, irgendwie ein paar Wochen oder so. Und ja, hier ist was los auf der Straße, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hier können überall spielende Kinder sein. Da war eben so ein Schild, hier können auch Traktoren rauskommen, so ländlich bin ich hier unterwegs. Ja, ich habe ja schon gesagt, Chaos-Motovlog, merkt man, ne? Ich rutsche von einem Thema ja zum nächsten, aber ist nicht so schlimm. Umso interessanter und bunter wird es für euch, was die Themen angeht. So, jetzt fahre ich hier mal rum und dann gucke ich mal gleich in den Rückspiegel, ob meine GoPro noch läuft. Sieht so aus, als ob die noch läuft. Wunderbar. Ja, so, jetzt muss ich mich wieder sammeln, um zum Thema zurückzukommen. Genau, ich habe mir nochmal so einen GoPro-Mikrofon-Adapter gekauft. Habe dann eigentlich schon... Oh, jetzt muss ich hier links ab. Gucken, kommt keiner. So, da bin ich wieder. Es war eben so ein bisschen unübersichtlich hier, der Verkehr. Da musste ich mich echt mal konzentrieren und konnte eine Weile nicht sprechen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal ja, rausgeschnitten. Mache ich eigentlich nicht gerne. Ich lasse meine Motovlogs eigentlich meistens immer ungeschnitten. Aber das war jetzt eine uninteressante Verkehrssituation, die euch genervt hätte. Also habe ich die draußen. Ja, wo war ich? Ich habe mir halt den GoPro-Adapter gekauft, den Mikrofon-Adapter. Ein zweites Mal habe den angeschlossen, habe die Kamera angemacht, habe schon mit einer schlechten Vorahnung, dass es nicht funktionieren wird, eine kleine Sprachaufnahme gemacht. Und dann habe ich einfach mal das Video auf den Computer geladen, habe es mal gestartet. Auf einmal war der Ton da. Riesenfreude, endlich... habe ich einen Mikrofonadapter, der funktioniert, nachdem der erste kaputt war. Und ja, habe mich dann schon gefreut, dann den ersten Motovlog aufnehmen zu können mit der Kamera. Und vor allen Dingen mal zu sehen, wie auch die Bildstabilisation ist, weil die GoPro Hero 3 Plus Black, die ich vorher hatte, hat eine Bildstabilisation. Die ist auch gar nicht schlecht, aber... Die von der GoPro 7 Black, die ich jetzt am Helm habe, die soll halt noch mal wesentlich ruhiger sein. Das Ganze nennt sich Hyper Smooth. Und da bin ich mal gespannt, wenn ich dann nachher zu Hause bin und den Motovlog, den ihr gerade seht, auf meinen Rechner geladen habe, wie die Qualität des Bilds und auch natürlich des Tons ist. Und ja, dementsprechend bin ich heute halt das erste Mal unterwegs mit der Kamera. Wo ich ja noch so ein kleines Problem habe mit der Kamera, ist die Sprachsteuerung. Und zwar habe ich, wo ich jetzt unterwegs war, die Befehle zur Steuerung der Kamera. Ich darf die Befehle jetzt nicht aussprechen, sonst kann es ja sein, dass die Kamera reagiert. Ja, die Kamera hat sich, was die Sprachsteuerung angeht, nicht so verhalten, wie sie soll. Und jetzt muss ich da noch schauen. So, gerade ein bisschen unübersichtlich hier. Ich muss da noch schauen, muss noch rausfinden, warum die Sprachsteuerung der Kamera nicht angesprochen hat heute bei der Fahrt. Ja, das kriege ich auch noch hin. Bis jetzt habe ich immer alles hinbekommen. Wenn es technische Ungereimtheiten irgendwie gab, ist immer eine Zeitfrage rauszufinden, woran es liegt und wie man die Probleme löst. So, jetzt muss ich hier auch mal ein bisschen mich konzentrieren. Mal hier den Radfahrer überholen, gucken auf Gegenverkehr. So, ich sehe gerade auf meinem Tacho, ich habe gerade 13.499 Kilometer.
So, hier ist auch wieder eine ganz beschissene Strecke hier. 3499 Kilometer habe ich gerade auf meinem Tacho. So. Ich rede gerade nicht, weil ich gucke gerade, wie mein Tacho von 13.499 auf 14.000 wechselt. Müsst ihr gleich tun. Muss natürlich weiter auf die Straße schauen. 13.500 Kilometer. Jetzt ist der Tacho gerade auf 13.500 Kilometer hochgefahren. Ist echt eine coole Sache. Also ich habe ja angefangen 2020 Moped zu fahren und habe dann quasi in 4 Jahren 2020, 21, 22 und jetzt 2023 habe ich jetzt in den 4 Jahren jetzt gerade 13.500 Kilometer erreicht. Bin also schön mit meinem Moped unterwegs gewesen. Der Motor läuft immer noch wunderbar, hat Kompression, alles funktioniert richtig schön. Und ich habe auch, was die Leistung angeht, also ich habe nichts an meinem Moped zur Leistungssteigerung eingebaut. Ich habe ganz normal immer noch 50 Kubik und mein Moped läuft, wenn ja, normales Wetter ist. So, hier muss man auch wieder ein bisschen vorsichtig sein hier, verkehrstechnisch. 30er-Zone gleich hier, immer ein bisschen gucken. So, zurück zum Thema, ja, Chaos Motovlog, ne, habe ich ja vorhin schon mal angekündigt, heute wird alles ein bisschen durcheinander porzeln, einfach weil es, ja, weil ich es nicht mehr gewohnt bin zu reden, zu Motovloggen, ich bin völlig aus der Übung, mein letzter Motovlog ist halt lange her, nichtsdestotrotz geht es halt mit dem Chaos Motovlog weiter und ja, jetzt ging es darum, ja, was mit meinem Moped ist. Und zwar habe ich da, ja, nachdem ich meinen Unfall hatte, mein Moped ja neu aufgebaut. Ja, ständig muss man auf den Verkehr hier gucken und muss dann das Reden unterbrechen. So, kommt keiner. Weiter geht's. Ja, ich habe an meinem Moped, nachdem ich meinen Unfall hatte, ich habe es dann natürlich neu aufgebaut. Und der Motovlog zu meinem Unfall, der kommt ja auch noch. Werde ich euch aber dann dementsprechend ankündigen. Und ich habe an meinem Moped so ein paar Kleinigkeiten wieder verbessert, was die Technik angeht. Da gab es von, beziehungsweise gibt es ja immer von verschiedenen Herstellern einige nette Spielereien. Und da habe ich wieder so ein bisschen so ein paar Gimmicks, so detailverliebt halt, wie ich das gerne mache, habe ich ein paar Upgrades an meinem Moped, was aber nichts mit Tuning zu tun hat, sondern da geht es lediglich um ja, die Verbesserung von einigen Bauteilen. Und jetzt rutsche ich schon wieder zum nächsten Thema. Und zwar Chaos Motovlog. So, hier fahre ich gerade mit, ja, das waren gute 72, 74 in der langen Kurve hier mit Schwung. Jetzt bin ich hier auf der Geraden und fahre hier gerade so 68 ungefähr. Es ist Wind und ich fahre hier so mit 68, jetzt sind es 65, also die Leistung vom Moped, wie alles so funktioniert, ist wunderbar. Selbst nach 13.500 Kilometern, die ich eben erreicht hatte, ist alles noch sehr schön. Jetzt hat es gepiept. Manchmal guckt hier bei meiner Kamera, aber da ist die Aufnahme noch am Laufen. So, ja genau, Chaos Motovlog, weiter geht's. Ich habe ja schon mal berichtet, dass ich einen Heidenau K55 vorne und hinten fahre. Und ich habe nach 12.000 Kilometern meinen Hinterreifen, den Heidenau K55, gewechselt. Also mit 50 Kubik ohne Tuning kann man einen Heidenau K55 Reifen bei normaler Fahrweise oder auch leicht sportlicher Fahrweise 12.000 Kilometer fahren.
Und ja, ich hatte mich aber auch so ein bisschen satt gesehen an den K55, habe ich ja vorne und hinten drauf gehabt. Und manche mögen jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich habe mir vorne einen V-Rubber-Reifen draufgezogen. V-Rubber kommt aus Thailand, ist ein thailändischer Reifenhersteller. Der macht ziemlich viel, also auch viele Rollerreifen zum Beispiel, aber auch Motorradreifen und V-Rubber. Das ist so ein Thema, da scheiden sich die Geister. Klar, es ist schön, wenn man einen Reifen made in Germany kaufen kann und Heidenau quasi damit unterstützt, ist immer eine schöne Sache. Und so, jetzt muss ich wieder hier ein bisschen mich konzentrieren. Ja, fahren und reden, Motovloggen, man kommt aus der Übung, so ist das. Ja, zurück zum Thema, der Heidenau-Reifen, der K55. Man kann den je nach Fahrweise, wie gesagt, 12.000 Kilometer konnte ich den fahren. Dann waren die ersten Verschleißmarken leicht angekratzt und ich habe mir dann gewechselt. Man könnte vielleicht auch 12.500 mitfahren, je nach Fahrweise, vielleicht auch nur 11.500. Das kommt, wie gesagt, immer auf eure Fahrweise auch ein bisschen drauf an. Und ich habe dann halt gesagt, okay, ich wechsle den bei 12.000, weil die ersten Verschleißmarken sind angekratzt und ich kann mir die 12.000 auch wunderbar merken. Weiß, dass ich jetzt quasi bei 3.500 Kilometern 1.500 Kilometer schon mit dem neuen K55, den ich jetzt hinten drauf habe, gefahren bin. Und vorne habe ich bei mir einen V-Rubber-Reifen raufgezogen und fahre, und zwar den V-Rubber VR262, das ist ein sehr, sehr klassischer Reifen, Oldtimer-Profil, fand ich eigentlich richtig geil. Ich hatte überlegt, ob ich vorne mal einfach einen anderen Reifen drauf mache, weil ich mich an den K55 halt satt gesehen habe und habe dann geguckt, was es für Profile von den üblichen Herstellern gibt. Und der V-Rubber VR262, der ist mir sofort ins Auge gefallen. Der hat ein ganz feines Profil. Also, so, jetzt muss ich mich konzentrieren hier, mal überholen. So, der V-Rubber VR262 hat ein Oldtimer-Profil. Das besteht aus sehr feinen Rechtecken, sieht sehr klassisch aus, habe ich so auch von Heidenau nicht gesehen, auch nicht von anderen Herstellern. Es gibt zwar auch ein Heidenau Oldtimer-Profil, aber von dem V-Rubber, das Profil hat mir sehr gut gefallen. Jetzt heißt es auch, die V-Rubber-Reifen haben nicht so eine lange Laufzeit, weil die Gummimischung anders ist und man kann damit nicht so viele Kilometer schrubben wie mit einem Heidenau-Reifen. Ich denke mal, wenn ich mit meinem Heidenau K55, der ja ein Slick-Profil ist, wo sehr viel Gummi auf der Straße liegt und der auch bekannt dafür ist, dass er wirklich lange gefahren werden kann, bevor man wechseln muss. So ein Reifen, so ein Heidenau K55, kann ich natürlich mit einem V-Rubber, egal von welchem Profil, nicht vergleichen wahrscheinlich, weil der V-Rubber halt ja schneller verschleißt, das ist auch bekannt. Und aus dem Grund hätte ich mir auch keinen V-Rubber-Reifen als Hinterrad dran montiert. Hübsche Lady, sorry, bisschen sexuelle Sachen hier, aber ist ja nicht schlimm. Man darf ja ruhig mal gucken, ist ja ein hübsches Ding gewesen, was da lang gelaufen ist. Ja, zurück zum Thema, der V-Rubber, den ich vorne montiert habe, der ist halt, ja wahrscheinlich, wenn man da als Hinterrad fährt, nicht ganz so verschleißarm. Und deswegen habe ich mich entschieden, hinten lasse ich den Heidenau K55 Reifen, den lasse ich halt hinten montiert, weil der halt, wie gesagt, eine lange Laufleistung hat und ich da sehr zufrieden mit bin und aus optischen Gründen. Ich hatte mich halt an den Heidenau K55 ein bisschen satt gesehen. Deswegen habe ich vorne den V-Rubber montiert mit einem klassischen Oldtimer-Profil. Das gefällt mir sehr gut. Und je nachdem, ob ich jetzt ja, hinter meinem Moped stehe oder vor meinem Moped stehe, wenn ich gucke, gefällt mir sehr gut. Hinten halt der Rennreifen sozusagen, vorne der Oldtimer-Reifen, ist eine tolle Mischung, hinten halt sehr verschleißarm, kann man echt Kilometer mitschrauben mit dem K55 und vorne halt eine klassische Optik.
von dem V-Rubber-Reifen. Und ich bin mal gespannt, wie lange der V-Rubber-Reifen vorne sein Profil hält. Es ist ja bekannt, dass der Vorderreifen beim Moped oder beim Motorrad immer länger hält als der hintere Reifen. Deswegen habe ich den V-Rubber halt vorne montiert. Und ja, was die Fahreigenschaften angeht, der Vergleich Heidenau K55 im Vergleich zum V-Rubber. Bei 50 Kubik, wenn man mit 70 maximal fährt, also 65 bis 70, wenn es bergab geht, vielleicht mal 72. Also fahrtechnisch habe ich wirklich keinen Unterschied. Also für mich ist da nicht spürbar, wie sich eine Kurve damit fährt, wie das Bremsverhalten ist. Also ich merke halt wirklich keinen Unterschied. Dementsprechend kann man das ruhig mal so machen. Ja, jetzt habe ich schon eine ganze Menge erzählt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon hier Motovlog aufnehme. Macht halt echt Spaß, ne? Wenn es dann irgendwann läuft, wieder man sich dran gewöhnt hat, man nicht so viele Unterbrechungen hat und wenn man wieder in die Routine reinkommt zu reden, dann macht das auch Spaß. Dementsprechend wird dieser Motovlog relativ lange wahrscheinlich. Und ja, seht es einfach als kleine Wiedergutmachung, dass von mir lange Zeit gar nichts kam. Das hat ja, private verschiedene Gründe. Ich habe halt auch andere Dinge noch und das Mopedfahren ist für mich halt ein Ausgleich. Und ja, in letzter Zeit, also einerseits ist es ja so, dass die Saison 2023 echt lange auf sich hat warten lassen, wettertechnisch halt. Ja, es hat relativ spät für mein Empfinden nach angefangen, schöne Tage zu geben. Und nachdem die ersten schönen Tage auch quasi schon so, müsste ich mich auch mal konzentrieren, gerade was der macht. Nachdem die ersten schönen Tage von mir voll ausgekostet worden sind und ich schon unterwegs gewesen bin mit dem Moped, natürlich ohne zu vloggen, weil immer zu Saisonstart fahre ich immer einige Runden und mache keine Aufnahmen, sondern genieße einfach, dass ich unterwegs sein kann. Und ja, die paar Tage, die man fahren konnte, habe ich sehr genossen und auf einmal kam halt die Bullenhitze, 30 Grad im Schatten oder so, weiß ich nicht. Also wenn man da mit voller Schutzkleidung, ich fahre immer mit voller Schutzkleidung, ob man sich das dann antun möchte oder muss, muss jeder immer selber entscheiden. Und so, wieder konzentrieren hier. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt endlich losgelegt, wieder Motovlog, wieder das Thema Motovlog anzugehen. Und ich möchte auch wieder regelmäßig welche hochladen, werde da also echt beschäftigt sein wieder. Ich bin noch da, ja. Ich habe nur gerade wieder ein bisschen konzentriert die Fahrerei betrieben. Hier muss man auch wieder gucken, was hier alles auf der Straße liegt. Ja, wie gesagt, ich bin wieder zurück und ihr könnt euch wieder freuen, dass von mir wieder öfters was kommen wird. Man muss jetzt natürlich schauen, ob es wieder eine Bullenhitze wird in Kürze oder ob es jetzt längere Zeit mal ein bisschen milder bleibt. Heute ist es, wie gesagt, sehr, sehr angenehm. Der Wetterbericht hat 24 Grad angemeldet gehabt, kein Regen, dauerhaft Sonne, ab und zu leichte Wölkchen und genauso stellt es sich auch gerade dar. Ich fahre gerade, oh, da links, weiß nicht, ob ihr sie jetzt gesehen habt über meine GoPro, da war eben eine Gruppe von Ruderern in einem Ruderboot. Coole Sache. Habe ich auch schon mal gemacht, das macht Spaß. Oh ja, Chaos Motovlog. Ihr merkt, ich rutsche von einem Thema zum anderen. Aber wie gesagt, ein bunter Strauß von Eindrücken heute zu verschiedenen Themen. Von mir für euch. So, ich muss mal auch wieder gucken, sich konzentrieren so ein bisschen. Ja, jetzt habe ich wieder einen Faden verloren, aber ist nicht schlimm. Genau, ja, also Thema Motovlogs, ich bin jetzt wieder dabei, es kommt jetzt öfters wieder was von mir. Und der Grund, warum längere Zeit nichts kam, hängt halt so ein bisschen, also es hing natürlich saisontechnisch mit dem Wetter zusammen. Und es hing auch so ein bisschen
damit zusammen, dass ich halt privat sehr viel um die Ohren hatte. Und ja, es ist bei jedem so. Manchmal hat man halt Phasen, wo man ganz viele Dinge zu erledigen hat und eigentlich zu den Dingen, die man selber gerne machen möchte, seinen Hobbys nachgehen, Simson fahren halt, Motovlog aufnehmen, andere Hobbys und so weiter. Ich habe ja auch noch andere Hobbys, die mir sehr, sehr viel bedeuten. Und manchmal muss man halt ja ein Hobby mal so ein bisschen pausieren, wenn es zu viel geworden ist. Und das Thema Motovlog, also es ist nicht so, dass mir das zu viel geworden ist, aber ich hatte halt wirklich einmal, weil halt die Saison vorüber war und andererseits, weil ich auch mit anderen Hobbys sehr viel zu tun hatte, hat das Ganze so ein bisschen pausiert. Und jetzt aber mit der neuen Kamera, die ich jetzt am Helm habe, mit Saisonstart und mit einem schönen Moped, was ich mir nach dem Unfall wieder aufgebaut habe, wo ich jetzt auch noch ein paar Kleinigkeiten dran getweakt habe, optimiert habe, geht es halt weiter. Und ich denke mal, jeder von euch oder viele werden es auch kennen, dass man mal so einen kleinen Break braucht, einfach mal eine Pause, das eine Hobby einfach mal ein bisschen ruhen lässt, das andere Hobby wieder ein bisschen in den Vordergrund holt. Und ich habe zum Beispiel ein anderes Hobby von mir. Bei dem Hobby, bei meinem anderen Hobby, das ist die Restauration von Petroleumlampen und Starklichtlaternen. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand von euch Zuschauern weiß, wie man früher Licht gemacht hat mit alten Petroleumlampen. Also die waren damals halt nicht alt, die sind ja neu hergestellt worden. Mittlerweile sind sie halt alt, alte originale Lampen. Ich restauriere halt Petroleumlampen aller Art und auch Starklichtlampen mit Glühstrumpf. Wer da Interesse dran hat, der kann einfach mal nach Petromax so konzentrieren hier, ich kann fahren. Wer Interesse daran hat, sich das mal anzuschauen, der kann einfach mal nach drei Begriffen googeln. Und zwar einmal Kosmosbrenner. Das ist ein kleiner Rundbrenner, den es in verschiedenen Größen gab und gibt. Und dann der zweite Begriff ist Matadorbrenner. Das ist ein Brandscheibenbrenner. Ein etwas größerer Brenner. Und der Kosmosbrenner und der Matadorbrenner, das sind Petroleumbrenner für Lampen, die man in der Wohnung benutzen kann. Und dann gibt es aber auch noch Starklichtlampen. Da kann man einfach mal den dritten Begriff googeln. Starklichtlampe Petromax. Ja, und das ist halt mein anderes Hobby, die Restauration von meinen Petroleumlampen. Und da stecke ich wirklich leidenschaftlich mit Herzblut drin. Und da habe ich aber jetzt in letzter Zeit so viel Zeit auch mit verbracht und habe mir gedacht, okay, ich habe lange keinen Motovlog mehr aufgenommen und ich habe da echt mal wieder Bock drauf, unterwegs zu sein, für euch ein bisschen was zusammenzusabbeln, euch nette Infos, Tipps und Tricks zu geben. Ja, und jetzt bin ich dabei. So. Hier muss man auch noch ein bisschen gucken, hier die Strecke. Hier bin ich auch schon sehr oft gefahren. Fast eine Hausstrecke hier. Muss man sich immer sehr konzentrieren. Hier sind auch ein paar Kurven, die sind ganz gut. Sind ganz sportlich. Hier lag auch ein Apfel eben auf der Straße, den habe ich bei der Hinfahrt schon gesehen. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man in einer Kurve mit dem Moped, mit dem kleinen 16 Zoll Reifen der Simson, auch wenn man nur mit 50 Kubik eigentlich nicht extrem schnell fährt, aber wenn man in einer Kurve mit einem kleinen Simson-Reifen einen Apfel zermatscht, ich glaube, da kann man auch ganz schön eine Rollade machen. Roulette, wie man manchmal die Begriffe durcheinander wirft. Ja, Chaos Motovlog habe ich ja schon vor längerer Zeit gesagt, ne? Ist wirklich Thema heute, Chaos Motovlog. So, ich fahre hier gerade 68, weil es ein bisschen aufwärts geht. Ja, jetzt geht es gerade. Ja, 68 noch auf dem Tacho. Mein Abendtacho geht sehr genau. So, hier muss man 60 fahren. Ah ja, das Schild. Ach, ich bin schon sehr zufrieden mit meinem Moped. Das läuft wunderbar.
Und ja, es gibt schon wieder das nächste Thema. Chaos Motovlog ist wirklich Programm. Ihr seht ja bei mir, ich habe immer meine linke Hand am Kupplungshebel, die beiden Finger, und meine rechte Hand am Bremshebel, die beiden Finger. Das ist so eine Angewohnheit von mir, wo ich wirklich gemerkt habe, dass man eigentlich mal auch die Hände, wie ich es jetzt mache, mal an den Lenker, also an die Griffgummis legen sollte. Und wenn zum Beispiel jetzt ein Auto kommt, dann lege ich auch meine Finger wieder an Kupplung und Bremse an. Video stoppt durch Akku leer. Das passt ja zum Chaos Motovlog. Was ich noch sagen wollte. Ich nehme jetzt öfters wieder die Hände komplett an den Lenker, wenn es länger geradeaus geht und der Verkehr übersichtlich ist. Bis denne, macht's gut. Ciao.